Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Bang Bang Box von Babasart und Punch Arroganz. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Bang Bang von Babasart und Punch Arroganz, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das gemeinsame Kollabo-Album von Saad und Punch. Wir haben hier das Ganze in der Punch Arroganz Edition, denn wir erinnern uns, es gab das Ganze ja zweifach. Das war die Babasart Edition, die habe ich euch bereits vorgestellt. Und heute ist es an der Zeit für die Punch Arroganz Edition. Die unterscheiden sich jetzt rein so von der Box hier außen meines Wissens nicht. Allerdings vom Inhalt der Box. So, wir haben hier eine graue Box, dann haben wir hier einen Löwen abgebildet, einen Löwenkopf und hier so diverse Blitzelemente, so türkise Blitze. Dann lesen wir hier den Albumtitel Bang Bang mit so einem asiatischen Schriftzeichen, mit so einem Symbol darunter. Auf der Seite lesen wir Folgendes, also auch hier wieder jede Menge Schriftzeichen. Auf der unteren Seite die Labels, die Logos der Beteiligten, also Distri, Halunkenbande, Saad, Punch, Arroganz und dann noch vom Artwork VUI Design. Oben sieht das Ganze so aus und auf der linken Seite wie auf der rechten ident. Auf der Rückseite, hier erkennen wir es, haben wir die Punch Arroganz Edition in diesem Fall, denn der Wolf ist das Logo von Punch. Der Löwe von Saad, allerdings, wenn man sich die beiden ansieht, das ist ident. Also die Saad-Edition hatte auch hinten den Wolf drauf. Von daher rein so von der Optik noch kein Unterschied zu erkennen. Allerdings, wenn wir reinschauen, denn hier haben wir dann das Album in der Punch Arroganz-Edition. Und die Saad-Edition war eben, wie gesagt, mit einem Löwen drauf. Also alleine hier sieht man dann schon, um welche Edition es sich handelt. Wir haben hier einmal das Album an sich, dann haben wir Sticker, eine Autogrammkarte, ein Poster und ein Shirt. So, von innen die Box in weiß, packen wir mal zur Seite und dann schauen wir uns mal den Inhalt an. Zum einen haben wir hier das Shirt, das ist hier noch verpackt. Machen wir mal zur Seite und der zweite Inhalt, der hier noch verpackt ist, das ist das Album, das kommt hier noch in Folie, werden wir mal aus der Folie befreien. So, einmal aufschneiden, am besten hier, wo die Schweißnaht ist. Wunderbar. So, und dann kann es auch schon losgehen. Also, das Ganze natürlich erschienen in der Zeit, als Punch Arroganz noch bei Halunkenbande, bei Saad unter Vertrag war, im Jahr 2016. Wir haben hier wieder das Logo, den Wolf. Dann lesen wir hier oben HB13 präsentiert. Bang Bang, ansonsten alles so vom Artwork her sehr in diesem asiatischen Stil gehalten. Ein reguläres Jewelcase, allerdings mit, wir lesen es hier, zwei Discs drinnen. Also zwei CDs hier mit dabei. Bang Bang auf der Seite. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 12 Tracks sind das hier, die sind hier so römisch durchnummeriert. Und was die unterschiedlichen Editionen betrifft, wenn wir noch einmal kurz die Saad-Edition hernehmen, die CD, dann haben wir hier in der Tracklist einen Unterschied. Und zwar haben wir hier die 12 Tracks mit dem vierten Track unterschiedlich. Und zwar hier haben wir bei Saad den Track 4, Messer gegen Pistole. Und hier bei Track Nummer 4 haben wir dann Mein Name ist. Also das sind so die Solo-Tracks, die eben auch nochmal so die Variante etwas unterscheiden von der anderen. Darunter haben wir auch noch die Instrumentals aufgelistet. Also 10 Tracks hier noch als Instrumentals mit dabei. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Wir haben hier allerdings auch noch ein Feature aufgelistet. Und zwar hier auf diesem Track, Track Nummer 8.
du hast mit 29 ein Feature mit Echo Fresh. Okay, so, dann kommen wir zum Innenleben. Als erstes werfen wir mal einen Blick ins Booklet. Ah, genau, es ist ein Poster-Booklet. Und zwar haben wir hier einmal, das ist klar, das Cover. Dann auf der Rückseite des Covers haben wir nochmal den Wolf in Verbindung mit diesem Symbol. Hier lesen wir The Warrior. Also eventuell steht dieses Schriftzeichen hier für den Krieger. So, links dann nochmal das aufgerissene Maul. Rechts dieses Symbol. Und hier dann noch die Infos, die Credits zum Album und zu den einzelnen Tracks. Wer hat hier produziert, beziehungsweise wer hat generell an dem Album hier mitgewirkt. Und auf der Rückseite, wenn wir das drehen, haben wir hier dann noch ein Poster. Also ein Poster-Booklet, quadratisch, so sieht das aus. Also der Wolf hier mit drauf. Dann packen wir das Booklet wieder zurück und kommen zur CD, beziehungsweise zu den CDs, denn es sind ja tatsächlich zwei. Das ist die erste CD mit diesem Symbol hier, beziehungsweise wir drehen es mal um, genau so rum. So sieht das aus, HB13. Und auf der Rückseite haben wir dann natürlich die Instrumentals. Die kommen hier auf der Rückseite, so sieht das aus. Also, das ist das Album inklusive Instrumentals hier auf diesen zwei CDs verteilt. Packen wir wieder rein. So, genau, so hätte man natürlich auch aufmachen können. Jetzt ist das Ganze wieder zusammen. Also, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe, 12 Tracks plus 10 Instrumentals. Dann haben wir mit dabei Sticker. Zwei Stück. Einmal diesen hier, das ist der, wo beide drauf sind. Einmal der Wolf, einmal der Löwe. Und dann haben wir diesen, wo nur der Wolf drauf ist und darunter auch noch der Punch-Schriftzug. Zwei Sticker, beide quadratisch. Eine Autogrammkarte ist mit dabei. Die ist natürlich in diesem Fall von Punch Arroganz. So sieht das aus. Schwarze Unterschrift hier unten. So eine Hochglanzoptik. Und dann haben wir hier noch den Downloadcode für die Tour-EP. Okay. Bang Bang 13 13 13. Kann man sich runterladen. Ein Poster ist mit dabei. Und zwar haben wir hier auch wieder beide abgebildet. Natürlich passend zum Collabo-Album gehen die beiden gemeinsam auf Tour. Auf die Primitiv-Effektiv-Tour 2016. Das waren die Dates. Also 7 Dates hier allesamt in Deutschland. Poster ist im Hochformat, einseitig bedruckt. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch mit dabei ein Shirt. Dieses ist in Schwarz und auch hier haben wir wieder groß mittig drauf den Wolf mit dieser Blitzoptik. Darunter dann noch Hashtag BangBang. Auf der Rückseite ist das Ganze blank, also glatt schwarz, hier ist nichts weiter aufgedruckt. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Souls Imperial in der Größe L. Die Größe war meines Wissens nicht frei wählbar, das war in allen Boxen L. Und wir haben es hier zu tun mit 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann haben wir das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Die unterschriebene Autogrammkarte, die kommt hier ebenfalls im Hochformat. Sticker, zwei Stück an der Zahl, beide Male quadratisch. Einmal der Punch-Sticker, einmal der Sticker von BangBang. Und dann natürlich das Album an sich im regulären Jewel Case mit insgesamt 12 Tracks und 10 Instrumentals. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box BangBang von Babasat und Punch Arroganz. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Punch Arroganz und Babasat unterstützen möchtet,
dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.